Wenn ich morgens aufstehe, schalte ich als erstes die Zentralheizung ein. Aber höchstens für eine Stunde, um das Haus einmal durchzuwärmen. Wir haben Angst, zu viel Energie zu verbrauchen. Gas und Strom sind so teuer. Meine Gesamtrechnung für Gas und Strom beträgt monatlich fast 100 Pfund. Das ist viel Geld. Die Winternächte im englischen Doncaster sind eiskalt. Miriam ist 74 Jahre alt. Die ehemalige Kaffeebetreiberin ist krank geworden, weil sie die Heizkosten nicht bezahlen kann. Je kälter es ist, desto größer wird die Atemnot. Ich bekomme Infektionen und manchmal stehe ich gar nicht auf, weil ich wegen meiner Atemprobleme nicht laufen kann. Ideal wäre, wenn ich es warm hätte, aber ich muss ohne Heizung auskommen. Das geht natürlich auf Kosten meiner Gesundheit, aber was soll ich machen? Es gab einen älteren Herrn in der Nachbarschaft, der etwa einen Monat lang nicht gesehen wurde. Als die Polizei seine Tür aufbrach, fand man ihn tot. Es hieß, er sei vor Kälte gestorben. Sie müssen die Gas- und Stromversorger fragen, wie sie diese Preise rechtfertigen. Sie verdienen Milliarden, während Leute wie wir auf die Heizung verzichten müssen. Viele sterben, weil es einfach zu kalt ist. Gegen Ende des Winters wurde Miriam leblos in ihrer Wohnung am Stadtrand von Doncaster aufgefunden. Sie wurde selbst zum Opfer der Missstände, die sie anprangerte. Seit 15 Jahren fordert die Kälte mitten in Europa immer wieder Todesopfer. Miriam gehört zu denen, die in England als Extra Winter Deaths, zusätzliche Wintertote, bezeichnet werden. 2015 waren es über 40.000. Diese Misere wird von Experten als Energiearmut bezeichnet. Darunter fällt, wer die Energiekosten nicht bezahlen kann. Ein Problem, das mindestens 10% aller Europäer betrifft. In ganz Europa sind die Stromrechnungen rasant gestiegen. Laut einem Eurostat-Bericht hat sich der Strom in Europa in den letzten 8 Jahren um durchschnittlich 42% verteuert, während der Preisanstieg in den USA im selben Zeitraum nur 16% betrug. Besonders in Osteuropa ist der Strompreis sprunghaft angestiegen. So müssen etwa in Bulgarien 50% des Durchschnittseinkommens für Energie aufgewendet werden. Eine europaweit einzigartige Situation, die zu einer beispiellosen Protestbewegung geführt hat. Doch auch in Westeuropa verschlechtert sich die Lage. In Spanien sind inzwischen 28% der Bevölkerung, also fast jeder Dritte, von Energiearmut bedroht. Es gibt Menschen, die frieren müssen, die leiden, die sogar deswegen sterben. In Italien sind 5 Millionen Familien betroffen. In Deutschland 7 Millionen. Der größte Anteil der Haushalte der Ausgaben besteht in diesem Bereich, gerade für Heizen und für Mobilität. Und Frankreich hält den traurigen Rekord. 8 Millionen Franzosen können nur unter Schwierigkeiten ihre Stromrechnung begleichen. Inzwischen geht die Zahl der Opfer in die Tausende. Sind von der ursprünglich vielversprechenden Idee einer Liberalisierung des europäischen Energiemarkts nichts als leere Versprechungen geblieben? Strom sollte billiger und verstärkt aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union wollten Hand in Hand in die Zukunft gehen und einen gemeinsamen, transparenten Markt schaffen. Was ist 20 Jahre später davon geblieben?
Es hat sich etwas verändert, und zwar radikal. Um diese Veränderung zu verstehen, müssen wir einige Jahre zurückblicken. Bis zu dem Zeitpunkt, als die Europäische Union beschloss, die Energiemärkte zu liberalisieren. Das große Ziel der Liberalisierung des Strommarktes war natürlich eine Senkung der Preise. Durch die Schaffung eines Wettbewerbs zwischen verschiedenen Anbietern sollten die Preise sinken. Ein Vorteil für Privat- und Großkunden. Das war das Hauptargument. Das Vorbild war Großbritannien. Damals hieß es, die Briten haben liberalisiert und wie man sieht, sind die Preise gesunken. Unter Margaret Thatcher startete Großbritannien 1979 ein umfangreiches Privatisierungsprogramm. 1981 verlor die British Telecom ihr Monopol und in den darauffolgenden Jahren wurden Gas- und Stromunternehmen sowie die staatliche Eisenbahngesellschaft privatisiert. Ehrlich gesagt denke ich nicht, dass Mrs. Thatcher viel über Strom wusste. Sie glaubte einfach daran, dass Privatunternehmen grundsätzlich besser waren als staatliche Unternehmen. Für sie reichte es also aus, die Staatsunternehmen zu verkaufen. Daneben gab es das Ziel, so teuer wie möglich zu verkaufen, um die Staatskasse zu füllen und eine Senkung der Steuern zu ermöglichen. Denn Wahlen gewinnt man am besten, indem man kurz zuvor die Steuern senkt. In der Folge nehmen weitere EU-Länder Privatisierungsprogramme nach britischem Vorbild in Angriff. Sir Leon Britton, der Mann, der die britischen Privatisierungen umsetzte, wird von 1989 bis 1993 EU-Wettbewerbskommissar. Während seiner Amtszeit diskutieren die Mitgliedstaaten über eine Öffnung der Energiemärkte. Im Parlament regt sich Widerstand. Großbritannien droht mehrmals mit Austritt. Madam President. This occasion is a pleasure and a privilege for me. Die Briten möchten ihr liberales Modell exportieren. Sie verstehen und beherrschen dieses Modell, denn sie sind jahrelang durch Thatchers Schule gegangen. Und vielleicht möchten sie auch ihr eigenes Gas exportieren. Die Deutschen wollen einen europäischen Markt schaffen, weil sie so von ihrem Wettbewerbsvorteil gegenüber der französischen Kernenergie profitieren können. Die Harmonisierung des europäischen Marktes kommt ihnen also gelegen. Die Franzosen sind äußerst konservativ und möchten an ihrem Modell festhalten. Sie verteidigen das Alleinabnehmersystem, womit sie allerdings scheitern werden. Ich glaube nicht, dass sich die britische Regierung besonders ins Zeug legen musste, denn die Tür stand bereits offen. Die Europäische Kommission wollte die Kontrolle über die Strommärkte übernehmen und den nationalen Regierungen und ihren großen Staatsunternehmen die Entscheidungsgewalt entziehen. Dahinter stand vor allem der Gedanke, dass das Gesetz von Angebot und Nachfrage alles regelt. Das heißt, es genügt, etwas auf den Markt zu bringen, dann werden die Investoren schon investieren, weil es einen Markt gibt und die Kunden kaufen, solange es nicht zu teuer ist. Und so regelt sich der Preis von selbst. Das war das liberale Dogma, das in Brüssel bis heute regiert. 1996 markiert die EU-Richtlinie zur Öffnung des Strommarktes den Sieg des liberalen Lagers. Großbritannien, das zu den jüngsten Beitrittsländern gehört, konnte seine liberalistische Doktrin durchsetzen. Doch ist das Modell des Liberalismus für die Verbraucher wirklich von Vorteil? In Großbritannien hat die Zahl der Tafeln explosionsartig zugenommen. Über 1 Million Briten nehmen sie regelmäßig in Anspruch. Früher kamen die Menschen nur hierher, um eine Mahlzeit oder ein Lebensmittelpaket zu erhalten. Heute bleiben die Besucher noch auf einen Kaffee und wärmen sich an den Heizkörpern auf. Wie hältst du dich warm, Jill? Ich mache mir eine Wärmflasche. Und ich wickle eine Decke um meine Füße, denn die sind immer eiskalt. Und dann habe ich noch meinen Tee, der wärmt auch ein bisschen.
Musst du dich entscheiden, ob du Lebensmittel kaufst oder heizt? Ja, muss ich. Wie schwierig ist diese Entscheidung für dich? Ich weine oft. Warum weinst du? Weil mir kalt ist und ich mich nicht wärmen kann. Mein Körper wird einfach nicht warm. Die ist kalt. Ja, es ist immer so kalt. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das? Wärme, ganz ehrlich. Deshalb komme ich auch hierher. Ich weiß, ich bin hier immer willkommen. Hier kann ich mich aufwärmen und einen Kaffee trinken. Es ist wirklich ein großes Problem. Wir haben in unserer Sozialstation täglich rund 50 Besucher. Mindestens die Hälfte davon ist wirklich arm und wohnt in kalten Häusern. Sie haben weder Geld für Gas und Strom noch für Lebensmittel. Vor 10 Jahren gab es noch nicht so viele Familien, die ihre Gas- und Stromrechnung nicht mehr bezahlen konnten. Damals ging es eher um fehlende Mittel für ein Auto oder einen Familienurlaub. Aber inzwischen fehlt auch das Geld für Grundbedürfnisse wie Heizen. In Großbritannien hat sich die Zahl der Armutshaushalte in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Heat or eat, heizen oder essen, ist zu einem politischen Schlagwort geworden. Nach der Privatisierung im Jahr 1990 ist der reale Strompreis langsam gesunken. Nach 12 Jahren betrug der reale Preisrückgang rund 25%. Ab 2003 ging es dann aber sehr steil aufwärts. Inzwischen hat sich der Preis mit einer Steigerung von 85% fast verdoppelt. Die Verbindung zwischen Energiekosten und Energiearmut ist offensichtlich. Die Regierung schätzt, dass mit jeder 10-prozentigen Steigerung der Energiepreise weitere 500.000 Menschen von Energiearmut betroffen sind. Dass so viele Briten in die Armut abrutschen, wenn ihre Rechnungen steigen, liegt auch daran, dass ihre Häuser im europäischen Vergleich am schlechtesten isoliert sind. Das haben wir Queen Victoria zu verdanken, die eine große Frischluftfanatikerin war und Kälte nicht scheute. Die Briten scheren sich traditionell nicht groß um Energieeffizienz, was teilweise auch daran liegt, dass wir über Jahrhunderte große Kohlereserven besaßen. Es kam nicht so drauf an, ob wir damit effizient umgingen. Wer von Energiearmut betroffen ist, lebt zumeist in Häusern, deren Beheizung sehr teuer ist, weil sie nicht energieeffizient sind. Diese Menschen verfügen nicht über das nötige Kapital für eine Wärmedämmung, effiziente Heizungskessel oder Energiesparlampen. Wer arm ist, hat am Ende des Monats kein Geld mehr übrig und kann daher kein Kapital ansparen. Was ist aus dem großen Plan zur Wärmedämmung von Bestandsbauten geworden, der im Jahr 2000 aufgestellt wurde? Er wurde 10 Jahre später auf Eis gelegt. Im Namen einer neuen Wirtschaftspolitik mit einem strengen Sparprogramm. Die neue Regierung hat diesen Plan aufgegeben, weil er nicht marktorientiert war. Wir müssten jetzt eigentlich über Millionen von gut gedämmten Häusern verfügen, deren Bewohner weitaus geringere Energiekosten haben. Aber das ist nicht der Fall und das verschlimmert die Situation. In Großbritannien sind im Rahmen der Sparpolitik seit 2008 alle möglichen Hilfsprogramme zurückgefahren worden. Das ist wahrscheinlich die Hauptursache. Die Sozialleistungen wurden auf allen Ebenen und für alle bedürftigen Bevölkerungsgruppen gekürzt. Die Bekämpfung der Energiearmut hat für die Regierung heute keine Priorität mehr. Die Menschen, die ohnehin bereits an der Armutsgrenze leben, rutschen durch die verfehlte Politik der derzeitigen Regierung endgültig ab. Es ist sehr interessant, sich einige der Behauptungen anzuschauen, die Mrs. Thatcher und später Tony Blair im Namen des Liberalismus aufgestellt haben. Die Liberalisierung der Märkte, also nicht nur der Energiemärkte, hat ganz offensichtlich nicht die erwartete Wirkung gezeigt.
that people were expecting. Actually, when people are polled about whether they'd be quite happy. Aktuelle Umfragen zeigen, dass sehr viele Menschen für eine erneute Verstaatlichung der Eisenbahn und der Energieversorger sind. Die Leute ahnen, dass sie übers Ohr gehauen und bestohlen wurden. Mit der Liberalisierung fällt der Staat als Garant einer sicheren und günstigen Energieversorgung weg. Zum Zeitpunkt der Liberalisierung wird der Strom europaweit hauptsächlich aus fossilen Energieträgern erzeugt. Deutschland und Polen verfügen über Kohlereserven. Großbritannien, Bulgarien und Italien produzieren Erdgas. Portugal, Griechenland und Irland haben kleinere Erdölvorkommen. Zwei EU-Staaten sind glühende Verteidiger der Kernenergie, Frankreich und Schweden. Doch eines konnten die Anhänger der Liberalisierung nicht vorhersehen. Zu dem Zeitpunkt, als Europa sich auf die Öffnung seiner Energiemärkte vorbereitet, wird sich die Welt plötzlich eines anderen folgenschweren Phänomens bewusst: der Klimaerwärmung. Auf dem Weltklimagipfel 1997 in Kyoto unterzeichnen 184 Länder ein Protokoll, in dem sie sich verpflichten, den Verbrauch fossiler Energieträger und damit ihren Treibhausgasausstoß zu reduzieren. Die Ära der Energiewende beginnt. Deutschland wird bei der Öffnung des Energiemarktes einen anderen Weg einschlagen als die übrigen EU-Staaten. Hier fällt der Beginn der Liberalisierung mit dem Gesetz zum Atomausstieg und der Energiewende zusammen. Im Jahr 2000 verkündet Gerhard Schröder den Ausstieg aus der Kernenergie und die schrittweise Abschaltung von 19 deutschen Atomkraftwerken bis 2022. Deutschland gelingt es innerhalb von knapp 15 Jahren, den Anteil der erneuerbaren Energien an der nationalen Stromproduktion von 4% auf 28% zu steigern. Heute haben wir mit dem Erneuerbaren Energiengesetz in Deutschland Millionen von Menschen, die selbst Elektrizitätsproduzenten sind. Wir haben Privathausbesitzer, die ihre Photovoltaikanlage auf dem Dach haben. Wir haben Kooperativen, Genossenschaften, die ihre Dorfgemeinschaft mit erneuerbaren Energien bedienen. Stadtwerke sind groß geworden. Und dieses war das eigentliche Liberalisierungsgesetz, wenn man es aus der Blickrichtung der wir schaffen neue Akteure in der Energiewirtschaft, in der Elektrizitätswirtschaft. Deutschland holt sich den Titel des Europameisters der Energiewende. Doch diese Wende hat ihren Preis. In Deutschland, wo die erneuerbaren Energien viel weiter entwickelt sind, zahlt ein durchschnittlicher Haushalt für eine Megawattstunde Strom rund 280 Euro. Das ist mehr als das Doppelte als in Frankreich. Dieser Preisunterschied hängt direkt mit den erneuerbaren Energien zusammen. Dennoch haben immer noch 80% der deutschen Bevölkerung ein sehr positives Gefühl mit erneuerbaren Energien, sagen, da muss die Zukunft hingehen, wir wollen sie weiter ausbauen, wir investieren privat in erneuerbare Energien. Eine jüngste Umfrage in der Jugend hat gezeigt, 97% der Jugendlichen wollen nur erneuerbare Energien als Energiesystem. Die Deutschen stehen hinter ihrer Energiewende und sind bereit, den Preis dafür zu zahlen. Dennoch macht sich auch im Land des grünen Wachstums angesichts steigender Rechnungen eine gewisse Unzufriedenheit breit. Denn diese Revolution verursacht einen Kollateralschaden, den in Deutschland niemand kommen sah. Durch den Ausstieg aus der Kernenergie bleibt Deutschland nur noch eine einzige Hauptressource. Es wurden viele Atomkraftwerke ersetzt durch Kohlekraftwerke, was letztendlich dazu geführt hat, dass die Emissionen eher ansteigen. Und die Diskussion haben wir heute genauso wieder, weil letztendlich wir den Atomausstieg erkauft haben mit einem deutlichen Anstieg von Kohlestrom. Und das sieht man im Moment, das ist die Konsequenz. Und da hat die Politik leider nicht rechtzeitig gegengesteuert durch Klimaschutzinstrumente, sodass dieses Paradox entsteht. Auf der einen Seite machen wir Klimaschutz, wir wollen die erneuerbaren Energien ausbauen, auf der anderen Seite steigen die Emissionen.
Hinter den Dampfwolken der Kraftwerke und den gewaltigen Baggern, die Tag und Nacht Nachschub für die Brennkammern liefern, verbirgt sich ein trauriger Rekord. 2014 war Deutschland mit einem Ausstoß von 912 Millionen Tonnen der größte CO2-Verursacher Europas. Dieses große Waldgebiet im Rheinland wird schon bald von den Maschinen verschlungen werden, die mit einer Geschwindigkeit von 10 Metern pro Tag vorrücken. Seit 5 Jahren kommen Umweltaktivisten regelmäßig nach Garzweiler, um das Vorrücken der gigantischen Bagger im größten Braunkohletagebau Europas zu beobachten. Ist das hart, aber wie oder? Nah der Bagger ist. Ja, der war genauso nah, nur war der Wald dazwischen. Das war genau die Ortwahl, haben wir immer durch die Bäume geguckt. Weißt aber du warum sagst du das? Das stimmt doch nicht, dass der genauso nah ist. Wir konnten ihn ja sehen. Ja, aber trotzdem ist er jetzt so und so viel Meter näher. Ja, okay. Und es wirkt natürlich dadurch, dass die Bäume nicht mehr stehen, wirkt das natürlich so. Aber es ist der Hammer. Um den Wald zu schützen und die Bagger aufzuhalten, haben sich die Aktivisten in den Ästen der Eichen häuslich eingerichtet. Der Betriebsschutz des Tagebaus Garzweiler versucht immer wieder, die unbeugsamen Umweltschützer gewaltsam aus ihren luftigen Baumhäusern zu vertreiben. Und die Aktivisten organisieren regelmäßig nächtliche Operationen, um von den Bulldozern geräumte Gebiete zurückzuerobern. Keine Gewalt! Doch die unvorhergesehene Rückkehr zur Kohle zerstört nicht nur einen 1000-jährigen Wald, sondern wirkt sich auch direkt auf die Gesundheit der Anwohner aus. An diesem Standort, das Kraftwerk ist in den 1970er Jahren gebaut worden, werden jedes Jahr fast 40 Millionen Tonnen CO2 in die Luft geblasen. Und diese weißen Wolken sind keineswegs nur reiner Wasserdampf, sondern da ist auch ein hoher Anteil an Quecksilbern drin, an Blei, Cadmium und anderen Schadstoffen, natürlich auch gesundheitsschädlicher Feinstaub. Die Universität Stuttgart hat kürzlich 422 europäische Kohlekraftwerke untersucht und ist zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Die Feinstaubemissionen liegen in Deutschland bis zu 5-mal höher als überall sonst in Europa und könnten für den Verlust von über 33.000 Lebensjahren verantwortlich sein. Laut den Stuttgarter Experten bedeutet dies über 4.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr. Die Behörden haben das Faktum dieser Luftverschmutzung nie zugegeben. Um für den schrittweisen Kohleausstieg zu demonstrieren, bildeten Einwohner der Region am 25. April 2015 eine Menschenkette mit über 6.000 Teilnehmern. Die Betreiber des Tagebaus Garzweiler haben sich bereit erklärt, das Fördergebiet einzuschränken. Doch einstellen wollen sie den Tagebau nicht. Mein Name ist Lars Zimmer. Ich wohne in Immerath, hier, wo wir uns gerade befinden, nahe Düsseldorf. Das Haus ist meine Heimat. Das Haus habe ich 2000 begonnen zu bauen, 1,5 Jahre. Da stecken viel Schweiß, viel Blut drin. Ja, es ist das, wovon ich geträumt habe, in diesem Dorf mein Haus zu bauen, in meiner Heimat. Leute, komm! Die Problematik ist, dass wir uns hier auf Braunkohle befinden. Diese Braunkohle soll abgebaggert werden, damit das Dorf hier vernichtet, die Umgebung vernichtet werden, mein Haus soll abgerissen werden. Tschüss, tschüss Mäuse. Tschüss, ciao. Und hoffen. Wenn meine Generation nicht mehr existiert, die nachfolgende Generation nicht mehr, geraten solche Plätze in Vergessenheit. Und darauf setzen ja auch so große Konzerne. Es gerät in Vergessenheit. Die Vergessenheit findet ja schon aktiv statt.
Es wird ja, ich bin immer wieder erstaunt, 20 Kilometer von hier. Die Leute haben gar kein Bewusstsein dafür, was hier passiert. Das wissen die gar nicht, es interessiert nicht, weil es in den Medien ganz, ganz klein gehalten wird. Aber bewusst und sehr clever. Muss man RWE anerkennen, sehr clever gemacht. Bislang mussten 40.000 Bürger ihre Grundstücke den großen Kohleproduzenten überlassen und gegen ihren Willen umziehen. Allein Garzweiler erfordert den Abriss von 12 Dörfern. 7.600 Menschen warten auf ihre Umsiedlung. Ich bin heute Morgen aufgeschreckt worden, weil ich Abbruchgeräusche gehört habe, die dann auch direkt vor meiner Haustüre begonnen haben. Das hat mich sehr erschrocken. Da habe ich realisiert, Lars, hier passiert was. Hier passiert nichts Schönes. Das Ende naht. Ich denke mal, man möchte mir das Leben hier so unangenehm wie möglich machen. Ich bin einer der Letzten hier. Nein, ich bin der Letzte hier. Und man möchte mich sehr wahrscheinlich raushaben. Das ist meine persönliche Interpretation. Ich bin sehr traurig. Die Traurigkeit schlägt in Wut um, die Wut in Ohnmacht, in Machtlosigkeit, in Verzweiflung, in Orientierungslosigkeit. Ich muss da schon kämpfen, emotional, ja, dass ich jetzt hier nicht, ich kämpfe mit den Tränen, aber nun gut. Das Einzelschicksal interessiert keinen. Das Schicksal von Tausenden von Leuten, die von der Umsiedlung betroffen sind, interessiert keinen. Warum? Das Geld. Das Geld. Der Kapitalismus. Für den Bundesverband der deutschen Industrie ist Kohle unverzichtbar, vor allem im Kontext einer Liberalisierung des Marktes. Wenn wir Kohlekraftwerke in Deutschland schließen, ist die unmittelbare Konsequenz zunächst einmal, dass wir den Strom, den wir dann nicht in Deutschland produzieren, zu einem sehr großen Teil aus dem Ausland importieren werden. Wir haben das etwas genauer durchrechnen lassen, auch mit Modellen, und haben festgestellt, rund 2/3 des Stroms würden aus Nachbarländern wie aus Polen, den Niederlanden, anderen Ländern, Tschechien, nach Deutschland fließen. Und dort natürlich produziert werden mit den Kraftwerken, die in diesen Ländern vorhanden sind. Die Vertreter der Industrie und zum Teil auch die Politiker werden nicht müde zu wiederholen, dass die Liberalisierung nicht für den Anstieg der Strompreise verantwortlich ist. Hauptursache ist in ihren Augen die Leidenschaft der Deutschen für erneuerbare Energien, die der Staat in den letzten 15 Jahren mit fast 200 Milliarden Euro subventioniert hat. Der Ausbau erneuerbarer Energien, die durch Umlagen beispielsweise finanziert worden sind, das heißt, der Anteil staatlicher Umlagen und Steuern ist sehr stark gestiegen in Deutschland. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Strompreis für den Endverbraucher. Die Liberalisierung hat damit nichts zu tun. Der Wettbewerb funktioniert. Der Kunde ist da ein selbstbewusster Verbraucher geworden, der sich engagiert dafür interessiert, bei welchem Stromversorger kommt er die beste Leistung. All diese Steuern, Abgaben, Umlagen führen dazu, dass der deutsche Verbraucher 52% von jedem Euro mittlerweile in Steuern und Abgaben zahlt. Wir müssen hier da wieder dazu kommen, dass der Staat sich zurücknimmt, damit die Vorteile der Liberalisierung, der mehr Wettbewerb, die Möglichkeiten beim Verbraucher auch wirklich ankommen. Für die Befürworter der erneuerbaren Energien gebärdet sich die Industrie mit ihrer Kritik an der grünen Revolution fast wie ein zurückgewiesener Liebhaber. Als Angela Merkel 2005 die Nachfolge von Gerhard Schröder antrat, starteten die deutschen Industriekonzerne eine Offensive gegen die Energiewende. Und so begannen sie dann, ähnlich wie im Vorfeld, wo sie immer erneuerbare Energien attackiert haben mit Argumenten, das ist zu teuer und das kann nie eine Wirtschaft bedienen. Das wird immer eine Nischentechnologie bleiben und so weiter. Mit dieser Rhetorik haben sie dann viel, viel stärker nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz agitiert. Eines der Argumente ist herauszuheben,
Wenn Deutschland aus der Atomenergie aussteigt, dann müsse Deutschland den billigen französischen und tschechischen Atomstrom kaufen, weil sonst die Wirtschaft unter die Räder kommt. Als Deutschland dann aber, also das war das Argument, die Laufzeit zu verlängern, und da merkt man, dass das Propaganda-Argumente sind, die eben richtig mit Propaganda in das Volk gebracht wurden. Die Kanzlerin trifft sich mehrfach mit Vertretern der großen Energiekonzerne. Und zunächst lässt sie sich sogar verführen. Die Bundesregierung hat gestern ein weitreichendes und umfassendes Konzept für die Energieversorgung der nächsten Jahrzehnte beschlossen. Unsere Energieversorgung wird damit die effizienteste und auch die umweltverträglichste weltweit, glaube ich, sagen zu können. Wir wissen, und das drückt sich auch in unserem Energiekonzept aus, dass wir dafür die Kernenergie und auch die Kohle als Brückentechnologien brauchen. Angela Merkel als Kanzlerin hat letztendlich dafür sich entschieden, die Laufzeiten von Atomkraftwerken zu verlängern, weil es einerseits Teil des Programms war der CDU, ihrer Partei. Aber es gab auch Wahlkampf innerhalb Deutschlands, insbesondere in Baden-Württemberg. Und letztendlich hat sich damit auch die Energiewirtschaft durchgesetzt, die von dieser Laufzeitverlängerung schon lange zurücktreten wollten. Im März 2011 ändert sich alles. Das Restrisiko der Kernenergie habe ich vor Fukushima akzeptiert, weil ich überzeugt war, dass es einem Hochtechnologieland mit hohen Sicherheitsstandards nach menschlichem Ermessen nicht eintritt. Jetzt ist es eingetreten. So unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest, Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Die Flitterwochen sind vorbei. Mit Angela Merkels Kehrtwendung geht ein halbes Jahrhundert Kernenergie zu Ende. Nun beginnt auf dem deutschen Energiemarkt ein Grabenkrieg zwischen den Anhängern der Kohle und den Verteidigern der erneuerbaren Energien. Für Erstere ist die Kohle bekanntermaßen unentbehrlich für die deutsche Wettbewerbsfähigkeit, während Letztere diese Argumentation für ein Täuschungsmanöver halten, um von den Kollateralschäden der Überproduktion im Kohlebergbau abzulenken. Die großen externen Schadenskosten, Gesundheitsprobleme, Umweltverschmutzung lasten nicht auf dem Kunden der Elektrizität von Kohle und auf dem Konzern, der die Kohle bereitet. Das Deutsche Umweltbundesamt hat errechnet, dass die Schadenskosten im Klimasektor ausgehend von den fossilen CO2-Emissionen etwa bei 80 Euro die Tonne sind. Das wäre dann ein Preis, der angemessen wäre, dass die Verursacher auch diesen Preis zahlen. E.ON, RWE, auch Vattenfall haben vor 10 Jahren trotz der beschlossenen Energiewende, trotz der Diskussion um Klimaschutz und anderes noch den Beschluss gefasst, sie wollen neue Kohlekraftwerke bauen. Und sie haben sie auch geplant, gebaut. Und nun treffen sie mit ihren neuen Kohlekraftwerken auf einen Strommarkt, der übervoll ist mit erneuerbaren Energien. Und sie haben keinen Absatz in Wirklichkeit für ihren Kohlestrom. Die Energiewende hat in Deutschland eine scheinbar endlose Kontroverse ausgelöst. Und die Energiekonzerne versuchen verzweifelt, ihre Investitionen in den Kohlebergbau zu retten. Doch inwiefern stellen die Erneuerbaren eine Bedrohung für die traditionellen Energien dar? Die erneuerbaren Energiequellen liefern nur zeitweilig Strom. Wenn die Sonne nicht scheint und kein Wind weht, gibt es auch keinen Strom. Dann müssen andere Möglichkeiten der Stromerzeugung zur Hilfe genommen werden. Und die wird es nur geben, wenn sie auch rentabel sind. Seit 2003 werden alle in Europa produzierten Energien auf einem Markt verkauft, der streng geregelt ist. Die umweltverträglichsten Energien müssen bevorzugt eingekauft werden. Der Strom aus erneuerbaren Energien wird also zuerst verkauft, gefolgt von der Kernenergie und zuletzt den fossilen Energieträgern, Kohle und Gas. Anfangs störte diese Regelung die großen Energiekonzerne nicht. Doch je weiter die erneuerbaren Energien ausgebaut wurden,
desto größer wurden die angebotenen Mengen. Und desto stärker ging der Absatz traditioneller Energien zurück. Das ist ein Problem für alle Stromerzeuger, egal ob sie Strom aus Kernenergie oder Gas produzieren. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien sinkt die Rentabilität der Stromproduktion aus anderen Energiequellen. In Spanien hat diese einfache mathematische Regel die Energiewende zum Scheitern gebracht und viele tausend Bürger finanziell ruiniert. ¿Quién dijo que el sol solo sirve para dar luz? 2006 startet die Regierung Zapatero mit zahlreichen Fernsehspots die größte Werbekampagne für Solarenergie, die Europa je erlebt hat. Die Liberalisierung der Energiemärkte ist in vollem Gange. Jedes Land verteidigt sein Modell. Und Spanien sieht sich schon als Europas Meister der Sonnenenergie. El plan de energías renovables diseñado y aprobado por el gobierno en 2005 tiene como objetivo básico que en el año 2010 el 12% de la energía consumida en España provenga de fuentes renovables. Die Regierung verspricht und garantiert, grüne Energie zu einem attraktiven Preis aufzukaufen. Daraufhin investieren die begeisterten Spanier umgehend in Tausende von Solarmodulen. Auch die Einwohner der Stadt Lorca glaubten an die grüne Revolution. Einige von ihnen haben jeweils 90.000 Euro in Solarstromanlagen investiert. Jeder dieser Solaranlagen ist im Besitz einer Privatperson. Jede Anlage ist mit einem Zähler verbunden, der jeweils einem Besitzer zugeordnet ist. Iberdrola liest den Zählerstand ab und du wirst dann entsprechend ausbezahlt. Hast du zum Beispiel 1000 Kilowattstunden produziert, vergüten sie dir 1000 Kilowattstunden. Wir produzieren im Laufe des Jahres etwa 22.000 Kilowattstunden. Stimmt's? Etwa 22.000. Das ist meine, oder? El 21i7. Das ist meine. 21i7. 2009 dann der Schlag aus heiterem Himmel. Die Regierung korrigiert ihre Einspeisevergütungen nach unten. Schlimmer noch, sie verkündet, dass ihre Entscheidung rückwirkend gilt, sodass die im Laufe von 5 Jahren zu viel gezahlten Beträge zurückerstattet werden müssen. 400.000 Spanier sind mit einem Schlag ruiniert. Ein einzigartiger Fall in Europa. Am Anfang war es ein Traum. Und dann wurde es zum Albtraum. Am 28. jeden Monats gehst du zur Bank, prüfst deinen Kontostand und legst aus eigener Tasche drauf, was fehlt. Ansonsten kommt die Bank und nimmt dir dein Haus und dein Vermögen weg. Ich erinnere mich noch ganz genau an die Werbung im spanischen Fernsehen. Investieren Sie in die Zukunft. Kaufen Sie Sonne. Die Regierung von Spanien. Was ist mit den Solaranlagen los? Die zeigen in alle Richtungen. Nein, alles in Ordnung. Einige sind unterschiedlich ausgerichtet. Sie haben nur verschiedene Neigungswinkel. Die Wahrheit ist, wir sind ruiniert. Das ist die Realität. Und das Schlimmste daran ist, dass unsere eigene Regierung uns ruiniert hat. Sie ermutigt uns, in ein Geschäft einzusteigen, das wir für einen Beitrag zum Umweltschutz, das wir für fortschrittlich halten. Und auf einmal stellen wir fest, dass das alles Schwindel ist. Man hat uns reingelegt. Wir haben Hypotheken aufgenommen, wir haben mit unserem Vermögen gehaftet. Wer hätte auch nur im Entferntesten daran gedacht, dass der Staat, unsere Regierung, dass der spanische Staat seine eigenen Bürger derart hereinlegen würde.
Warum hat die spanische Regierung beschlossen, die staatliche Förderung des Solarstroms rückgängig zu machen? Wenn wir dieses Anreizsystem beibehalten hätten, wäre das spanische Elektrizitätssystem finanziell gesehen zusammengebrochen. Die Produktion von einem Megawatt Strom kostet in Spanien im Schnitt 50 Euro. Mit dem vorhergehenden Anreizsystem bei der Produktion von Windenergie bekam der Produzent für ein Megawatt allerdings nicht 50, sondern 90 Euro. Die 40 Euro Differenz stellten die Prämie dar, den Anreiz. Doch die zahlte der Konsument. Unser Anreizsystem für erneuerbare Energien erwies sich schlicht als nicht tragbar. In Spanien sind die Kosten für Strom zwischen 2004 und 2012 um 82% gestiegen. Das ist nicht nur nicht tragbar für Familien, sondern auch absolut schädlich für die Wettbewerbsfähigkeit der spanischen Industrie. Laut dem Industrieminister sind die erneuerbaren Energien die Hauptursache für die steigenden spanischen Strompreise, die europaweit zu den höchsten zählen. Jorge Fabra Utrai war Vorstandsvorsitzender des spanischen Übertragungsnetzbetreibers RIE. Für ihn ist die Kritik an den erneuerbaren Energien nicht gerechtfertigt. Ich kann mit aller Bestimmtheit sagen, dass die hohen Stromkosten in Spanien nicht auf die erneuerbaren Energien zurückzuführen sind, sondern darauf, dass die Atom- und die Wasserkrafterzeuger wirtschaftlich über Margen verfügen, die ihre Betriebskosten um 200-700% übersteigen. Sie haben ihre Investitionen nämlich wieder hereingeholt. Einmal durch ihre sehr hohen Strompreise, und dann durch die Entschädigungen, die ihnen die Regierung zwischen 1997 und 2005 ausbezahlt hat. Man bezeichnete diese Entschädigungen als Kosten des Übergangs zum Wettbewerb. Diese Übergangshilfen in Höhe von 12 Milliarden Euro sind Subventionen, die der spanische Staat den Energiekonzernen zahlte, damit diese sich auf die Öffnung des Marktes vorbereiten konnten. 15 Jahre nach dieser Öffnung zeigt sich, dass von den ursprünglich gezahlten 12 Milliarden Euro nur 8,5 Milliarden tatsächlich für die Vorbereitung der Unternehmen auf den Wettbewerb ausgegeben wurden. Doch in diesem Fall fordert der Industrieminister keine Rückerstattung der verbliebenen 3,5 Milliarden, mit dem Argument, dass die Angelegenheit verjährt sei. Die Regierung hat alle Entscheidungen im Sinne des Allgemeinwohls getroffen. Die Privatwirtschaft verfolgt ihre eigenen Interessen, das ist normal. Manchmal überschneidet sich das Private mit dem allgemeinen Interesse. Gut, wenn dem so ist. Wenn nicht, so hat die Regierung das allgemeine Interesse zu wahren. Und genau das hat unsere Regierung getan. Doch geht es tatsächlich um das Allgemeinwohl? In Spanien sind die Beziehungen zwischen der politischen Klasse und den Chefetagen der Stromversorger eng, sehr eng. 1996 scheitert Ministerpräsident Felipe González bei den Wahlen. 2011 wird er strategischer Berater des Energieversorgers Gas Natural für ein Jahressalär von 126.500 Euro. Sein Nachfolger José María Aznar hat für 200.000 Euro einen Vertrag mit dem Stromversorgungsunternehmen Endesa, in dessen Diensten auch Miguel Rochas steht, der Vorsitzende der Wirtschaftskommission der Sozialisten. Die ehemalige Finanzministerin Elena Salgado berät Chilectra Endesa, Endesas chilenische Tochtergesellschaft. Und Manuel Marín wechselt nach seiner Zeit als Präsident des spanischen Unterhauses direkt zur Stiftung des Stromproduzenten Iberdrola. Nach jedem Regierungswechsel kommen viele der scheidenden Politiker schnell bei Stromversorgern unter. Der altbekannte Drehtüreffekt. Die Stromerzeuger hatten sich bis dahin auf einem Terrain bewegt, das lediglich 5, 6, maximal 10 Firmen umfasste. Und auf einmal kommt es mit den erneuerbaren Technologien und ihren Modulsystemen zu einer regelrechten Lawine von Tausenden von Investoren.
Diese dringen in ein Terrain ein, das die Stromerzeuger bislang als ihres betrachteten. Die Barbaren, die ins Römische Reich einfallen. Das hat zur Folge, dass Spaniens Investoren, die auf grüne Energien setzen, das Vertrauen in den Staat verlieren und nicht mehr investieren. Und das gerade in dem Moment, als die erneuerbaren Energien nach einer beachtlichen Lernkurve anfangen, wirklich wettbewerbsfähig gegenüber den herkömmlichen Technologien zu werden. Aber die Interessen der großen Stromerzeuger hatten mehr Gewicht. Und so wurde nicht ihre eigene, völlig ungerechtfertigte Vergütung geprüft, sondern es gelang ihnen, eine Senkung der Preise bei der Vergütung erneuerbarer Energien zu erwirken. Sie haben eine sehr mächtige Lobby, das ist ganz klar. Wie 400.000 andere Spanier hat sich auch Rechtsanwalt Miguel Ángel Martínez durch seine Investitionen in Solaranlagen ruiniert. Seitdem wird er nicht müde, diese Kehrtwendung anzuprangern, die den Ausbau der erneuerbaren Energien in Spanien im Keim erstickt hat. Diese Leute schützen nicht das Interesse der Bürger. Sie schützen die Interessen der Unternehmen, von denen sie Jahr um Jahr bezahlt werden. Sie werden von ihnen bezahlt, damit sie schützen und sie weiterhin jedes Jahr Gewinne in Höhe von mehreren Millionen aus den Stromrechnungen schlagen können, die wir Spanier zahlen. Die Lobby der stromerzeugenden Unternehmen in Spanien ist extrem stark. Sie ist hartgesottener und unangreifbarer als die in der übrigen Europäischen Union. Der Beweis ist, dass sie es in Deutschland letztlich nicht geschafft haben, mit den Bürgern oder Firmen so umzuspringen, wie sie es in Spanien tun konnten. Auch in Griechenland, Italien und Frankreich haben sie es versucht, da bin ich mir sicher. Auch dort müssen die Stromkonzerne den Politikern geraten haben, rückwirkende Veränderungen vorzunehmen. In Spanien haben sie das zu 100% erreicht. Es ist ihnen gelungen, all jene zu ruinieren, die an die juristische Integrität des spanischen Staates geglaubt haben. Im Februar 2014 versammelten sich Kleinerzeuger aus ganz Spanien, um über mögliche juristische Schritte zu sprechen. Unter der Führung von Miguel Ángel Martínez beschlossen sie, vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen, um die spanische Regierung zur Rücknahme ihrer Entscheidung zu zwingen. In Brüssel ist der Ausdruck Energiebinnenmarkt seit der Liberalisierung in aller Munde. Europe has a chance to lead the world. Notre devoir, c'est de convaincre nos partenaires. We need policies that work together efficiently. To improve the security of our energy supply. Ce qui ne sera pas fait aujourd'hui coûtera beaucoup plus cher demain. Einigkeit tut Not, denn Europa ist der größte Energieimporteur der Welt. Europa importiert 53% seiner Energie. Dies führt zu einer starken Abhängigkeit, insbesondere von Russland, dem größten Erdgaslieferanten, dessen Expansionsbestrebungen die Beziehungen zu Europa belasten. Zudem fließen 15% der europäischen Gasimporte durch die Ukraine. Dies wiederum zwingt Europa zur Annäherung an einige Kaukasusrepubliken wie Kasachstan oder Aserbaidschan, wo die Menschenrechte keinen besonderen Schutz genießen. Um diese Abhängigkeit zu mindern, setzt Europa auf zwei verschiedene Maßnahmen. Erstens, den Ausbau des Stromverbunds zwischen den Mitgliedstaaten. Die Europäische Union hat ein Verbundziel von 10%. Dies bedeutet, dass jeder Mitgliedstaat 10% seiner Stromerzeugungskapazität grenzübergreifend verfügbar machen sollte. Als zweite Maßnahme setzt sich die EU im Jahr 2008 drei ehrgeizige Ziele im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Die drei Hauptziele des 2020-2020-Pakets sind die Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 20%, die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien auf 20% sowie die Steigerung der Energieeffizienz um 20%. Das alles bis 2020.
Hier muss betont werden, dass ein gemeinsamer Kampf gegen den Klimawandel für die EU von entscheidender Bedeutung ist. Die Ziele dieses Pakets waren zwar bei weitem nicht ausreichend, aber wenigstens eine erste Anerkennung der Tatsache, dass Handlungsbedarf bestand. Der Ausbau erneuerbarer Energien zur Bekämpfung des Klimawandels und ein erhöhtes Verbundziel sollten die Einheit Europas stärken und die Versorgungssicherheit erhöhen. Was hat sich 7 Jahre nach Verabschiedung des Klimapakets verändert? Im September 2014 hat Eurelectric, der Branchenverband der europäischen Elektrizitätswirtschaft, sein Zelt direkt vor dem EU-Parlament aufgeschlagen. Eine außergewöhnliche Werbemaßnahme, denn in 2 Wochen sollen die neuen EU-Kommissare ernannt werden. Dieses Ereignis ist so wichtig, dass Johannes Theissen, der Vorstandsvorsitzende des größten deutschen Energiekonzerns E.ON, persönlich erscheint. Was ist die Botschaft, die die großen Energieversorger den Abgeordneten und Kommissaren vermitteln möchten? Zunächst einmal die Sorge um ein energieabhängiges Europa, das am Rande eines Blackouts steht. Ladies and gentlemen, dear members of parliament specifically, we are not blessed with unlimited amounts of unconventional oil and gas. We are not blessed with like the Arab countries with enormous supplies of conventional energy. Eine dramatisierende Rede über einen drohenden Energienotstand, in der unterstellt wird, dass die erneuerbaren Energien der Grund für die Defizite der großen Stromkonzerne und die rasant steigenden Rechnungen der Verbraucher sind. Die Tatsache, dass die Politik in vielen europäischen Ländern die erneuerbaren Energien auf eine sehr kostspielige Weise gefördert hat, was sich dann in hohem Maße in den Stromrechnungen niederschlug, ist ein Fehler, den man sicher nicht mehr begehen darf. Unser Anteil an den Stromrechnungen ist sehr begrenzt und liegt derzeit wohl weit unter 50%. Das deckt die Produktionskosten. Der andere Teil geht für Steuern, Zuschläge und politische Einflussnahme drauf. Dieser Anteil ist stark gestiegen, sodass die Kunden sehr unzufrieden mit ihren Rechnungen sind. Da gibt es nicht eine Antwort, sondern die Antwort ist vielfältig. Die heißt nämlich auf unterschiedliche Energiearten setzen. Wir werden eine gewisse Zeit einfach alle Potenziale, die wir haben, nutzen. Die Kohle, die wir in dem einen Land haben, das Gas, was wir mit Fracking in dem anderen Land haben, die Atomenergie, die wir in dem anderen Land haben und im dritten Land haben wir erneuerbare Energien. Ich glaube, wir müssen alle Potenziale jetzt nutzen, um in diese Zeit einfach aus der Abhängigkeit rauszukommen. Wer jetzt glaubt, er könnte noch auf weitere Energiearten verzichten, erhöht die Unabhängigkeit. 10 Tage später wird der neue Präsident der Europäischen Kommission gewählt. Es ist der Luxemburger Jean-Claude Juncker. Er muss nun noch seine Kommissare ernennen. Für das Amt des EU-Kommissars für Klimaschutz und Energie bewirbt sich ein Außenseiter, der Spanier Miguel Cañete. Cañete mag in Europa weitgehend ein Unbekannter sein. Für die Energiekonzerne ist er es nicht. Er war Vorstandsvorsitzender von 2 spanischen Ölunternehmen, Petrolojes Canarias und Petrolífera Duca. Dies ist auch den EU-Parlamentariern nicht entgangen, die ihn im Oktober 2014 befragen. You, with your past close involvement in the oil industry, do not seem to be the right person. There is just one way to convince me and my group you are the right man for the job. And that's by showing how serious you are about the fight against climate change. I'll try to convince you, but I have a way of convincing you better. When I was not supposed to be a climate commissioner, I was environment minister of Spain. I was not supporting oil. I was supporting renewables, energy efficiency. I was supporting ambitious climate change. So in the past, die Befragung des Kandidaten Cañete gerät zu einem regelrechten Prozess. Dennoch wird Miguel Cañete wenige Tage später zum EU-Kommissar für Klimaschutz ernannt. Sollte sich die Lobby der Energieversorger also letztendlich durchgesetzt haben? Europa lässt sich scheinbar nicht beeinflussen. Im März 2015 startet die Europäische Kommission eine Reihe von Podiumsgesprächen, um über das heikle Problem des Energiebinnenmarktes in Europa zu diskutieren. Das erste Treffen ist den erneuerbaren Energien gewidmet. Dominique Ristori, Leiter der Generaldirektion Energie, spielt den Zeremonienmeister.
It is also my pleasure to introduce Jerzy Buzek. He is the chair of the Committee on Industry Research and Energy. Doch Jerzy Buzek, ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments, ist vor allem dafür bekannt, für Kohle und gegen erneuerbare Energien zu sein. Good morning, ladies and gentlemen. We know very well from our experience that using some kind of renewables like first generation of biofuels, it could be from other points of view even dangerous. For example, das Publikum besteht aus Vertretern von Verbänden, die sich für erneuerbare Energien einsetzen, und EU-Parlamentariern, die sich über die zukünftige europäische Energiepolitik informieren möchten. Nicht weit von Jerzy Buzek sitzt Klimaschutzkommissar Miguel Cañete, der seine positive Einstellung gegenüber den fossilen Energien nicht geändert zu haben scheint. Bis die Entwicklung der erneuerbaren Energien ausreichend vorangeschritten ist, werden fossile Brennstoffe natürlich weiterhin eine Rolle spielen. Doch tendenziell gehen die Investitionen in Richtung grünes Wachstum. Momentan arbeiten wir an der Entwicklung von Technologien zur Abscheidung und Speicherung von CO2, die uns die Nutzung von Kohleenergie ermöglichen. Wir sprechen hier von Kohlekraftwerken, die effizienter und sauberer arbeiten. Wir sprechen von neuen Technologien, die es uns erlauben, Brennstoffe wie Kohle mit geringstmöglicher CO2-Emission zu nutzen. Am Ende der Veranstaltung äußern mehrere Zuhörer Zweifel am Inhalt der Diskussionen. Von den Lobbyisten waren heute vor allem Phrasen zu hören wie die Wettbewerbsfähigkeit Europas. Sie sind vordergründig für den Umweltschutz und erneuerbare Energien, wollen aber in Wirklichkeit nicht, dass die Energiewende weiter mit großen Schritten voranschreitet. Sie sind bestrebt, ihre alten Kernkraft- und Kohlekraftwerke sowie einige Gaskraftwerke so lange wie möglich in Betrieb zu halten. Denn das bringt ihnen tagtäglich viel Geld ein. Diese Kraftwerke sind abgeschrieben. Ihr Rückbau wird später hohe Kosten verursachen. Und das Risiko, dass sie eines Tages in die Luft fliegen könnten, wird einfach ausgeblendet. Sie haben also ein starkes finanzielles Interesse daran, alle alten Kraftwerke so lange wie möglich in Betrieb zu halten, weil sie mit ihnen am meisten Geld verdienen. Fassen wir zusammen. 15 Jahre nach der Liberalisierung ist die Lage in Europa festgefahren. Ganz Osteuropa ist nach wie vor extrem abhängig von Russland. In Mitteleuropa weigern sich mehrere Länder, sich von ihrer reichlich vorhandenen, aber umweltschädlichen Kohle zu trennen. Im Norden wie im Süden haben einige Länder, deren Gasreserven erschöpft sind, klein beigegeben. Und die Giganten der Kernenergie möchten am Status quo festhalten. Nur 14 europäische Staaten wagen es, das grüne Wachstum zu unterstützen. Und die Mehrheit dieser Länder ist sich darüber einig, dass dabei keine Eile geboten ist. Das Ergebnis? Von den ursprünglich 3 Zielen für das Jahr 2020 verfolgt Europa 2015 nur noch eines: die Reduzierung des Treibhauseffekts. Diese Korrektur nach unten war eine der ersten Entscheidungen, die Miguel Cañete als neuer EU-Kommissar für Klimaschutz bestätigte. Dieses Ziel war Teil des Barcelona-Prozesses von 2005 und wurde bis heute nicht erreicht. Das bedeutet, dass ein Mitgliedstaat wie Spanien, das immer größere Mengen an erneuerbaren Energien erzeugt, ganz einfach keinen Markt für seinen Strom finden kann. Dieser kann nicht ins Nachbarland Frankreich exportiert werden, weil die nötige Infrastruktur fehlt. Das ist eine gewaltige Verschwendung von Ressourcen. Wir haben im Moment also noch ein Problem mit Europas Binnenmarktpolitik. In einigen Fällen müssen wir die Kapazität um das 10-fache erhöhen. Und es gibt Bemühungen, dies durch ein neues Verbundziel von 15% zu erreichen. Aber das sind nur 15% bis 2030. Und es gibt noch keine klare, konsequente Politik zur Erreichung dieses Ziels. Um die erneuerbaren Energien besser nutzen zu können,
müsste ein Sechstel des gesamten europäischen Marktes schnell vernetzt werden. Doch durch den starken Lobbyismus in Brüssel wird dieses Ziel auf die lange Bank geschoben. Ein EU-Mitgliedstaat scheint von den großen Veränderungen der Liberalisierung kaum betroffen zu sein. Die Rede ist von Frankreich, das sich als einziges europäisches Land ein Monopol erhalten konnte. Mit der staatlich dominierten Gesellschaft EDF. Inzwischen führt dieses Monopol zu einigen Spannungen. So auch auf der Île de Sein, einer französischen Insel mit 120 Bewohnern. Die Einsicht kam 2008 nach einem sehr heftigen Unwetter. Die Sturmflut war so zerstörerisch, wie es selbst die ältesten Bewohner noch nie erlebt hatten. Da die Wissenschaftler seit Jahrzehnten den CO2-Ausstoß als Grund für die Klimaerwärmung anprangern, wollten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten etwas dagegen tun. Wir verbrauchen hier auf der Île de Sein 420.000 Liter Diesel pro Jahr. Also haben wir uns gedacht, wir machen aus unserer Insel ein Vorbild für die Energiewende, indem wir die hier im Überfluss vorhandenen erneuerbaren Energien nutzen. Wir haben hier einfach alles. Die Gezeiten, die Sonne und den Wind. Und auf einer kleinen Insel braucht man doch nicht viel. Um ihre eigene grüne Revolution zu starten, wandten sich die Bewohner der Île de Sein an einen Ingenieur, der als einer der ersten in Frankreich beim Aufbau lokaler Kooperativen für die Produktion erneuerbarer Energien hilft. Unser Ziel ist die Beseitigung dieser Dieseltanks. Der mit diesem Diesel erzeugte Strom kostet pro Kilowattstunde mindestens 50 Cent. Genauer ist das nicht bekannt, aber die EDF widerspricht diesen Schätzungen auch nicht. Verkauft wird der Strom allerdings genau wie auf dem Festland zum Preis von rund 5 Cent pro Kilowattstunde. Diese Differenz von ganzen 45 Cent wird auf alle französischen Stromkunden umgelegt. Mit anderen Worten, der auf der Île de Sein aus Diesel erzeugte Strom ist 10-mal teurer als auf dem Festland produzierter Strom. Das französische System basiert seit der Nachkriegszeit auf dem Solidaritätsprinzip. Kunden, die nicht an das Netz des staatlichen Energieversorgers EDF angeschlossen sind, zahlen denselben Preis wie die Festlandfranzosen. Und die Kostendifferenz wird von allen Franzosen getragen. Allein für die kleine Île de Sein macht das jährlich mindestens 450.000 Euro. Für alle französischen Inseln zusammen hat die EDF 2014 1,7 Milliarden Euro für Diesel und Kohle ausgegeben. Aber als wir der EDF mitteilten, dass wir auf erneuerbare Energien umstellen wollten, hieß es, das ist nicht möglich. Sie nutzen ihre Monopolstellung und sagen, uns gehört das Netz, also können wir euch auch verbieten, auf erneuerbare Energien umzustellen. Es ist Zeit für eine Veränderung, denn wir könnten nicht nur saubereren, sondern auch günstigeren Strom produzieren. Auf was warten wir also? Sobald man etwas zu ändern versucht und sagt, hört mal, wir sollten die erneuerbaren Energien vor Ort in Betracht ziehen, denn die Gebietskörperschaften und Städte brauchen eine effizientere Energiepolitik. Wir müssen das alles neu organisieren. Dann heißt es sofort, nein, der Nationale Widerstandsrat hat das für alle Zeiten so beschlossen. So in etwa lautete die Antwort der Linken ebenso wie der rechten Anhänger der Kernenergie. Nein, nein, das zentralisierte System ist immer noch am besten. Ursprünglich entsprach die Schaffung des EDF-Monopols den besonderen Bedürfnissen der Bürger und der französischen Unternehmen. Zur Zeit des ersten Ölpreisschocks hat Frankreich begonnen, seine Kernenergie auszubauen, um von Energieimporten unabhängig zu werden. Denn Frankreich verfügte über kein eigenes Erdöl. Ich behaupte nicht, dass das eine gute Idee war. Aber rein wirtschaftlich gesehen war diese Maßnahme scheinbar geboten. Frankreich ist ein Land, das entschieden hat, sich ganz auf den Strom zu verlassen. Wir verfügen über einen sehr großen, hochentwickelten Nuklearpark. Und die Haushalte werden größtenteils mit Strom beheizt. Mit Beginn der Liberalisierung wird Frankreich aufgefordert, seinen Markt zu öffnen. 1999 beschließt die EDF,
15% des Strommarkts für Wettbewerber freizugeben. Als kleines Zugeständnis an die europäische Energiepolitik. Même si la France traîne des pieds, vendredi prochain marquera bien la fin du monopole d'EDF. L'entreprise conservera ses missions de service public et la maîtrise du transport de l'énergie. Doch dieser Schritt hin zu einer Öffnung wird die EDF zu mehr als fragwürdigen Entscheidungen treiben. Es wird also beschlossen, die EDF für den Wettbewerb zu öffnen bzw. zumindest teilweise zu privatisieren. Da die Braut natürlich attraktiv sein muss, werden zwei Entscheidungen getroffen. Die erste betrifft die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke auf 40 Jahre, was die Bilanz natürlich erheblich ansehnlicher macht. Außerdem sollen die Renten nicht mehr zu Lasten der EDF gehen. Dadurch wird das Unternehmen viel attraktiver und kann nun große Pläne machen, um nicht zu sagen, größenwahnsinnige Pläne. Bereits 2002 äußert sich der Rechnungshof besorgt über die hektischen Auslandsinvestitionen der EDF. Die EDF ist zwischen 1998 und 2002 im Ausland stark gewachsen. Sie muss ihre internationalen Aktivitäten nun konsolidieren und unbedingt eine entsprechende Rendite auf das investierte Kapital erzielen, die für ihre zukünftige Entwicklung unerlässlich ist. Neben London Electricity hat die EDF das argentinische Unternehmen Edenor und später die Energieversorger EnBW in Deutschland und Edison in Italien gekauft. All das war sehr teuer und erwies sich in der Folge als katastrophal, da viele dieser Unternehmen Verluste machten, darunter zum Beispiel Light und Edenor, die die EDF viel Geld gekostet haben. Damit wir uns richtig verstehen, ich finde es ganz normal, dass ein so großes Unternehmen wie die EDF beschließt, ein bedeutender Akteur auf dem europäischen Markt zu werden und daher in Deutschland, England, Italien und Spanien investieren will. Das ist keine Verrücktheit. Wir sind ein Markt, der sich immer stärker vernetzt. Hingegen muss man sich fragen, warum ein Unternehmen wie die EDF in den USA oder in Südamerika investieren will, denn Europa wird sich nicht mit Brasilien vernetzen. Ich denke, darauf ist noch niemand gekommen, selbst in den verrücktesten Träumen nicht. Oder anders ausgedrückt, die EDF sagt, wir wollen ein globaler Erzeuger von Atomstrom werden. Ich würde sagen, dass alle außereuropäischen Investitionen der EDF eine Katastrophe waren. Wir haben mit Argentinien viel Geld verloren. Und die Zeche zahlen letztendlich die Kunden und die Steuerzahler. Warum zahlt der französische Steuerzahler letztendlich für die Auslandsinvestitionen der EDF? Wer im Ausland investiert, tut das, weil er über die nötigen finanziellen Mittel verfügt. Die EDF verfügte über diese Mittel, weil das Unternehmen Kunden in Frankreich hat. Aber durch diese Auslandsinvestitionen hat die EDF eine Zeit lang weniger in Frankreich investiert. Irgendwann dachte man sich, wir haben in Frankreich lange nicht investiert, das müssen wir jetzt ändern. Und hier stellte sich die Frage, wie finanzieren wir unsere Reinvestitionen? Logisch wäre zu sagen, wir müssen unsere Auslandsinvestitionen veräußern und in Frankreich reinvestieren. Aber die Denkweise der EDF war, wenn wir in Frankreich investieren wollen, müssen wir hier die Tarife erhöhen. 2005 geht die EDF an die Börse. D'après la loi, l'État doit rester actionnaire à plus de 70%. Nous avons décidé d'aller au-delà de ce seuil de garantie. Das bedeutet eine entscheidende Veränderung der Unternehmenskultur. Die EDF muss jetzt nicht nur mit dem Staat und seinen Kunden, sondern auch mit den Finanzmärkten kommunizieren. Von der EDF wird sehr viel verlangt. Das Unternehmen soll seine Preise nicht erhöhen. Es soll massive Investitionen vornehmen und es soll auch noch Gewinne erzielen. Und das funktioniert irgendwann nicht mehr. Das Schizophrene ist, dass der Staat ständig zwischen zwei Positionen schwankt. Die erste betrifft den Schutz des Verbrauchers. Eine Aufgabe, die er auch zu erfüllen versucht, indem er den Tariferhöhungen Grenzen setzt. Die zweite ist sein Bestreben, die Staatskasse zu füllen, sodass er ein gewisses Interesse daran hat, dass die Gewinnspannen des Unternehmens möglichst groß sind.
des marges importantes de l'entreprise EDF. Genau diese Gewinnspannen veranlassen den Rechnungshof zu einer zweiten Warnung. Im Februar 2013 weist er in einem weiteren Bericht darauf hin, dass die EDF und ihre Tochtergesellschaften zu wenig in die Instandhaltung der Stromnetze investieren. Wenn es um Investitionen in die Sicherheit geht, wird gern verschwiegen, dass hier seit 20 Jahren nichts geschehen ist, sodass unsere Kraftwerke, genauso wie das Stromnetz, gelinde gesagt, in keinem guten Zustand sind. Der Investitionsbedarf ist also gewaltig. Ursprünglich sah die Liberalisierung der Energiemärkte eine Trennung von Produktion und Verteilung vor. Doch auch hier bildet die EDF europaweit eine Ausnahme. Denn es ist der Gesellschaft gelungen, die Kontrolle über zwei ihrer wichtigsten Energieverteilungsunternehmen zu behalten, RTE und ERDF. Und die finanziellen Verbindungen zwischen EDF und ERDF werden nun zum Problem. Die ERDF zahlt 75% ihres Jahresüberschusses an ihren einzigen Aktionär EDF. Trotz eines verlustreichen Geschäftsjahrs hat die ERDF 2009 eine Dividende an das Mutterunternehmen ausgeschüttet. Die EDF hat ihre Aktionäre gegenüber den Stromkunden bevorzugt. Das heißt konkret, dass es eine finanzielle Umverlagerung auf den Stromkunden und den Steuerzahler gibt. Ich gehöre heute zu denen, die der Ansicht sind, dass diese Dividenden zur Verschuldung des Konzerns beigetragen haben. Die EDF hat Schulden in Höhe von über 35 Milliarden Euro. Dabei hätte das Unternehmen 2010 schuldenfrei sein müssen. Während der Rechnungshof an seinem Bericht arbeitet, prüft ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss die wahren Kosten der französischen Kernenergie. Im Juni 2014 legen die Ausschussmitglieder das Ergebnis ihrer sechsmonatigen Untersuchung vor. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci d'abord de cette introduction. Ce fut un plaisir, Monsieur le Président, de travailler ensemble pendant ces six mois sur cette commission d'enquête. Je crois qu'elle avait pour but, lorsque mon groupe l'a initiée, d'aider à la transparence. Et je crois qu'elle y contribue. Et d'aider à éclairer les pouvoirs publics, et notamment évidemment le Parlement, au moment où nous préparons la loi de transition énergétique. Et donc elle apporte un certain nombre d'éléments qui ne sont évidemment pas exhaustifs, mais qui permettront d'éclairer. Der Bericht des Untersuchungsausschusses offenbart, dass die EDF nicht nur die Kosten für die Instandhaltung und Modernisierung der Kraftwerke, sondern auch die Ausgaben für die Laufzeitverlängerungen unterschätzt hat. Mit anderen Worten, die EDF hat nicht alle Kosten der Kernenergie einkalkuliert und so für einen Investitionsstau in Höhe von mindestens 65 Milliarden Euro gesorgt. Soll man weiter in diese alten Kraftwerke investieren, um ihre Laufzeit verlängern zu können? Das ist sehr teuer. Oder soll man sie durch neue Kraftwerke ersetzen? Das ist ebenfalls teuer. Oder ist es besser, die Kernenergie durch erneuerbare Energien zu ersetzen? Auch das kostet Geld. Auf jeden Fall wurde jahrelang zu wenig investiert, so als könnte dieser Nuklearpark aus den 70er Jahren ewig weiter betrieben werden. Aus diesem Grund haben wir heute ein echtes Problem, denn sowohl die Anlagen als auch die Netze erfordern teure Modernisierungen. Schätzungen zufolge müssten heute an die 300 Milliarden Euro in die Kraftwerke und Stromnetze investiert werden, egal wie die Entscheidung ausfällt. Was machen wir nun mit diesem Bericht? Objektiv gesehen müssen wir zunächst einmal sparen. Es ist ganz entscheidend, dass wir so wenig Energie wie möglich verbrauchen und noch stärker auf erneuerbare Energien zurückgreifen, ohne die Kernenergie sofort aufzugeben. Wir können sie nicht ewig weiter nutzen, dennoch wäre es derzeit falsch, die Energiequelle aufzugeben, die 75% unseres Stroms erzeugt. Das zeigt sich ja bei unseren deutschen Nachbarn. Sie haben die Energiewende zwar geschafft, aber nur um den Preis einer erheblichen Verschmutzung des Planeten. Jenseits der offiziellen Reden herrscht zwischen den beiden Abgeordneten Uneinigkeit. Für den Berichterstatter des Untersuchungsausschusses, Denis Baupin, droht die Gefahr, dass der Investitionsstau die Laufzeiten der Kernenergie erheblich verlängert. Für den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, François Brott, ist ein Ausstieg aus der Kernkraft derzeit undenkbar. Im Juli 2015 wurde er zum Firmenchef der RTE, einer Tochtergesellschaft der EDF, ernannt.
Wurde das für die Modernisierung in bestimmte Geld verschleudert? Ich würde sagen, ja. Ich denke, Aufgabe eines großen staatlichen Energiekonzerns ist es, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Investitionen vorzunehmen, die für diese Versorgungssicherheit notwendig sind. Und die Gelder, die in Form von Dividenden ausgeschüttet wurden, sind natürlich für diese Investitionen nicht verfügbar. Die schlechte Nachricht ist also, dass der Strompreis definitiv steigen wird. 1994, vor 20 Jahren, erzeugte das liberale Dogma von Margaret Thatchers Wirtschaftsreligion einen Big Bang auf dem Strommarkt. Er sollte zur Entstehung einer neuen Welt führen. Der Big Bang hat stattgefunden, aber die Verheißung hat sich nicht erfüllt. War die Liberalisierung also rückblickend eine gute Idee? Der europäische Binnenmarkt, so wie er sich entwickelt hat und heute von den Bürgern erlebt wird, war sicherlich keine gute Idee für unser Land und wohl auch nicht für viele andere europäische Verbraucher. Man hat die Wettbewerbsbedingungen harmonisiert, obwohl die einzelnen europäischen Staaten eine ganz unterschiedliche Wirtschafts- und Energiepolitik verfolgen. Es soll also eine Lösung für alle gelten, obwohl die Voraussetzungen von Land zu Land extrem unterschiedlich sind. Liberalisierung ist mit Deregulierung unvereinbar. Denn eine Deregulierung gibt die Macht in die Hände der Mächtigen. Liberalisierung mit gleichzeitiger Regulierung jedoch stellt den Wettbewerb sicher. Unser Problem ist, dass es nicht zu einer Liberalisierung gekommen ist. Man hat lediglich die Macht an die weitergegeben, die ohnehin schon das Monopol haben. Unterdessen ist Europa angesichts der Klimaerwärmung und möglichen nuklearen Katastrophen bewusst geworden, dass es ein Modell für die Zukunft entwickeln muss. Eine saubere, unabhängige und erneuerbare Energie, für die im Norden der Wind und im Süden die Sonne oder das heiße Wasser aus dem Innern der Erde sorgt. Aus dem erhofften Schritt weg von den fossilen und hin zu den erneuerbaren Energien ist eine große Kluft geworden. Was wird in 20 Jahren sein? Werden wir weiterhin ganze Dörfer dem Erdboden gleichmachen, um nichts als schwarze Löcher zu hinterlassen? Werden wir uns weiterhin fragen, ob wir unsere Kernkraftwerke reparieren oder zurückbauen sollen, während wir auf das nächste Fukushima warten? Werden sich innovationsfreudige Erzeuger von Solarenergie weiterhin ruinieren, weil sie auf ihre Regierungen gehört haben? Werden wir weiterhin ohnmächtig zusehen müssen, wie die vergessenen Opfer der Liberalisierung zum Erfrieren verurteilt sind? Wird die nächste Generation dieselben Fehler machen? Oder wird das Europa der Zukunft klug genug sein, alle seine Versprechen zu halten?